Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien. Mein Name ist Jens Rabe und im heutigen Video gehe ich mal auf eine Frage ein, die ich gestern im Coaching bekommen habe und die ich für so interessant halte, dass wir sie hier mal im Kanal besprechen können. Denn wann sollte man denn eigentlich mit dem realen Trading starten und mit welcher Positionsgröße sollte man starten? So, ihr habt es vielleicht schon gesehen, als allererstes, der Name unseres Kanals hat sich geändert. Die ganze Zeit hieß ja der Kanal Optionshandel und jetzt haben wir aber die Möglichkeit gehabt, den Kanal umzubenennen, nämlich in Optionsstrategien, also genauso wie unsere Webseite www.optionsstrategien.com, und deswegen findet ihr uns also jetzt viel leichter hier auf YouTube. Einfach Optionsstrategien eingeben und schon seid ihr bei uns auf dem Kanal. So. Gestern im Coaching hatten wir eine sehr, sehr interessante Frage und die will ich heute an der Stelle auch nochmal mit euch besprechen. Es ging um folgenden Punkt, und zwar hat uns ein Coaching-Teilnehmer geschrieben oder beziehungsweise hat während des Live-Coachings im Chat gefragt, dass er jetzt seit einigen Monaten die Ausbildung macht, dass er mittlerweile auf einem Demokonto handelt, das auch sehr erfolgreich, aber natürlich jetzt irgendwann mal in den realen Handel gehen möchte. Und da hat er gefragt, ob das jetzt eine gute Phase wäre oder ob er noch bis zum Ende der Ausbildung warten sollte. Unsere Coaching-Ausbildung dauert 6 Monate und wir sind jetzt ungefähr so in der Hälfte, also noch 3 Monaten. Und zum anderen hat er gefragt, er hat eine bestimmte Kontogröße, brauchen wir jetzt hier nicht zu nennen, aber die war schon eine recht ordentliche Summe. Und mit welcher Positionsgröße er dann anfangen sollte. Also er hat dann gesagt, soll ich zum Beispiel eben mit 0,5% Risiko pro Trade anfangen. Und das Lustige war, er schrieb dann darunter, ich weiß, dass diese Frage wahrscheinlich sehr, sehr schwer zu beantworten sein wird. Und ich habe ihm dann aber sofort sagen können, nein, diese Antwort ist sehr, sehr einfach. Und zwar, wann sollte man prinzipiell anfangen, live, real, mit echtem Geld zu handeln? Und mit echtem Geld sollte man also immer dann anfangen, wenn man so seine ersten Erfahrungen im Demokonto gemacht hat. Ich finde ein Demokonto durchaus hilfreich, um zum Beispiel die Plattform kennenzulernen, um also die ersten Dinge zu machen, wie gebe ich eine Order auf, wie eine Rückkauforder, wie schaut das mit BitAsk aus und so weiter. Also da ist ein Demokonto durchaus hilfreich, aber über kurz oder lang müssen wir ganz einfach in den realen Handel gehen, um das auch wirklich live zu erleben. Weil es ist immer die eine Sache, dass wir sagen, wir lernen eine Strategie, wir lernen Regeln, wir lernen, wie man die Regeln einsetzt. Aber was eben immer so ein wenig fehlt, ist dann die psychologische Komponente, das heißt unser Kopf. Wenn man ganz neu ist, dann hat man auch Emotionen, wenn man im Demokonto handelt. Also auch da wird man sich über einen Gewinn, egal wie groß der ist, freuen und da wird man sich über einen Verlust ärgern. Wenn man das allerdings schon ein bisschen länger macht und vielleicht jetzt nur sagt, okay, ist eine neue Strategie oder überhaupt eine ganz neue Art von Handel, wie eben der Optionshandel, dann gehen die Emotionen da so ein bisschen verloren. Nun ist es nun aber mal so, dass ein Großteil unseres Trading-Erfolges oder auch Misserfolges herrührt aus den Emotionen, die wir im Trading haben. Das heißt, freuen wir uns über Gewinne, ärgern wir uns über Verluste und wenn ja, in welchem Ausmaß? Und deswegen ist es also absolut notwendig, dass wir irgendwann quasi den Sprung ins kalte und vor allen Dingen echte Wasser machen, irgendwann mal reinspringen und sagen, so, jetzt muss ich halt auch schwimmen. Und das sollte man machen, wenn man wirklich dann sagt, okay, ich fühle mich jetzt sicher im Umgang mit der Plattform, ich habe die Regeln verstanden, ich habe die Regeln mir vielleicht auch selbst nochmal aufgeschrieben, ich habe 20, 30, 50 Trades im Demo gemacht, aber jetzt muss ich dann irgendwann mal rausgehen, muss anfangen. So, jetzt kommt allerdings der entscheidende Punkt. Die meisten, gerade auch bei unseren Kunden, haben ja dann doch nicht so ganz, ganz kleine Konten, sondern ein bisschen größere Konten. Und die gehen dann oftmals her und folgen diesen klassischen Empfehlungen, nämlich sagen, okay, ich setze zum Beispiel 0,5% Kapital pro Trade ein. Und das ist für jemanden, der das eine gewisse Zeit schon macht, durchaus der richtige Weg. Nämlich, dass man sagt, ich setze immer das gleiche Kapital ein, das gleiche Risiko,
damit eben die Trade-Ergebnisse am Ende ausgeglichen sind, damit es nicht, damit man nicht sagt, okay, bei dem mache ich mal ein bisschen mehr, bei dem mache ich etwas weniger, ne? Weil dann hat man mehr Zufall im Trading. Wir wollen ja aber etwas haben, was wir kontinuierlich machen können, und dann müssen wir die Positionsgrößen auch immer gleich halten, zumindest immer, wenn wir diese ganz normalen Trades machen. Es gibt so besondere Situationen, für Optionshändler in einem Crash und so weiter, da kann man auch mal die Positionsgrößen hochfahren, aber grundsätzlich sollte man das gleich halten. So, allerdings bei einem Anfänger, der also zum allerersten Mal Optionstrades macht, dem würde ich, und gerade was wir machen, eben hauptsächlich das Verkaufen von Optionen, dem würde ich einen etwas anderen Weg empfehlen, nämlich dem würde ich empfehlen, tue etwas, was auch wirtschaftlich nicht so sinnvoll ist, nämlich handel mit der kleinstmöglichen Einheit, die machbar ist, egal wie groß dein Konto ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel, machen wir ein einfaches Beispiel, du hast 100.000 Euro und du sagst jetzt, okay, ich möchte anfangen mit Optionshandeln. Und jetzt würdest du sagen, mein Risiko ist ein halbes Prozent, $500. Und jetzt suchst du dir eine Option heraus, egal ob eine Aktienoption, eine Future-Option, was auch immer, und die würde beispielsweise $100 kosten. Dann könntest du ja hergehen, könntest sagen, okay, mein Risiko sind $500, also mache ich 5 Optionen. Ich würde dir allerdings empfehlen, dass du nur eine Option handelst, nämlich die kleinstmögliche Einheit, also in dem Falle eine Option, und zwar aus folgendem Grund. Sobald du mit dem realen Handel anfängst, werden diese Emotionen kommen. Und das ist vollkommen unabhängig davon, wie groß dein Konto ist. Es ist echtes, reales Geld. Und daher solltest du am Anfang versuchen, diese Emotionen, die einen ganz wesentlichen Einfluss aufs Ergebnis haben, möglichst klein zu halten. Und wenn du dann plötzlich 5 Optionen in einem Trade hast, 10 Optionen, was auch immer, stell dir vor, du setzt $500 ein, hast eine Aktienoption, die $50 kostet, hast 10 Stück drin. Das kann am Anfang das Ganze ein bisschen schwierig machen. Deswegen handle am Anfang immer nur eine einzige Option pro Trade. Also auch wenn es dann so ist, dass der eine Trade zum Beispiel $50 Prämieneinnahme bringt und der andere bringt 150, weil es eben, von mir aus, das eine ist eine Aktienoption, das andere eine Future-Option, dann handel nichtsdestotrotz immer nur eine Option, auch wenn das rein mathematisch, auch wenn das vom Money Management her noch nicht so viel Sinn macht. Aber am Anfang geht es noch nicht so sehr darum, dass du Geld verdient, sondern dass du kein Geld verlierst und dass du die Dinge, die du im Demokonto ausprobiert hast, dass du die quasi in die reale Trading-Welt rüberbringst. Und deswegen nutze immer nur eine einzelne Option. Das ist wirtschaftlich nicht so hundertprozentig sinnvoll, aber es ist wichtig, um dich zu trainieren, um deine mentalen Fähigkeiten zu trainieren, und stell dir ein Ziel, dass du zum Beispiel sagst, ich werde jetzt 50 Trades machen, als Beispiel, du kannst auch 100 machen, aber du solltest nicht viel weniger als 50 machen. Ich mache jetzt 50 Trades mit der kleinstmöglichen Einheit und erst danach fange ich mit dem Money Management an. Und du solltest auch am Anfang vielleicht mal Dinge machen, auf die du später aus wirtschaftlichen Gründen verzichtest. Kleines Beispiel. Stell dir vor, du fängst an mit dem Handel von Aktienoptionen. Und jetzt sagen wir ja immer, bei Aktienoptionen sollte man aus Gebührengründen immer Optionen verkaufen, die dir Minimum $50, $60, $70 einbringen. Wir kaufen die meisten Aktienoptionen bei 50% Gewinn zurück. Das heißt also, wenn wir eine Option verkaufen für $50, kaufen wir diese bei $25 zurück. Und warum wollen wir mindestens $50 haben? Naja, wenn nur $25 Gewinn am Ende übrig bleiben sollen und wir haben ja auch noch Gebühren, das muss ich ja so ein bisschen rechnen. Jetzt stell dir vor, du hast das mit einer Option, die dir nur $10 bringt. 50% Gewinn, $5 abzüglich der Gebühren, da bleibt am Ende nicht mehr viel hängen. Allerdings, wenn du jetzt Anfänger bist und deine allerersten Trades machst, dann kannst du auch solche Trades machen. Du musst es bloß bewusst machen und sagen, okay, ich weiß, dass sich das nach Gebühren nicht rechnet, aber ich kann schon mal einen reellen Trade machen. Ich kann echtes Geld im Markt investieren. Ich kann mit echten Preisen umgehen, mit echten Preisbewegungen. Und ich kann erleben, wie es in der Realität aussieht. Du musst eben dann bloß beim Endergebnis dir dann wirklich die Unterscheidung machen, was ist das quasi Bruttoergebnis und was ist netto nach Gebühren. Das heißt, das ist nicht unbedingt immer wirtschaftlich sinnvoll. Es ist aber richtig, um es zu lernen.
Und deswegen nochmal ganz kurz zusammengefasst, zwei Dinge. Wenn du anfangen willst mit dem realen Handel, dann fange an, sobald du dich sicher im Umgang mit der Plattform fühlst und sobald du, sagen wir mal, 50 Trades auf dem Demo gemacht hast. Also es gibt auch viele Händler, die fangen sofort live an zu handeln. Kann man auch machen, aber ich würde schon sagen, wer ganz, ganz neu ist, der sollte erst ein paar Demo-Trades machen. Von mir aus nicht 50, aber lass dich wenigstens mal 20 gemacht haben. Okay? Und vor allem ganz wichtig, du musst deine Plattform beherrschen. Du musst wissen, wie kaufe ich die Position zurück, wie schließe ich sie, wie rolle ich und so weiter und so fort. Mach am Anfang noch kein klassisches Money Management, sondern handel die allerkleinste Einheit, die du handeln kannst. Das heißt in unserem Fall hier bei den Optionsstrategien eine einzelne Option. Und wenn du das beherzigst, wirst du innerhalb relativ kurzer Zeit an einen Punkt kommen, wo du dann auch in der Lage bist, wirklich mithilfe von Money Management, Risk Management und so weiter, dein Konto, wie es sich in der Größe darstellt, auch richtig professionell zu handhaben und richtig gute Ergebnisse zu erzielen. Wichtig ist eben, dass du die ersten paar Monate im realen Handel, dass du die gut überstehst. Da geht es noch nicht um Geld verdienen. Geld verdienen kannst du immer, das ist auch später noch möglich. Ne? Der Trade des Jahrhunderts kommt einmal in der Woche. Und deswegen bleib am Anfang bei kleinen Positionen, geh vorsichtig an den Markt ran, aber geh in den Markt. Du kannst nicht permanent nur zuschauen und auf eine gute Gelegenheit warten. Geh rein in den Markt, handle mit, aber halte bewusst das Risiko gering. Erzählt mir mal von euren Erfahrungen, die ihr gemacht habt im realen Handel. Wie habt ihr angefangen? Was waren eure ersten Positionen? Waren die groß? Waren die klein? Was habt ihr da gelernt dabei? Habt ihr Fehler gemacht? Wenn ja, welche? Und schreibt mir das hier unten in die Kommentare rein. Und auch sonst, was ihr von dem Kanal wollt, also was wollt ihr für Themen behandeln, wissen, alles unten reinschreiben. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Und wir sehen uns vor allen Dingen dann wieder, wenn ihr nicht vergesst, diesen Kanal zu abonnieren. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg, bis demnächst hier auf uns Optionsstrategien. Kommt schon ganz durcheinander. Also bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.